Moin, moin, schön, dass ihr meinen Kanal gefunden habt und bei mir reinschaut. Heute habe ich so einen kleinen Deko-Tipp für euch. Und zwar möchte ich euch gerne zeigen für die Herbstdeko, wie ich mir meinen Kürbiskopf gebastelt habe. Ihr seht, das ist einfach ein Kürbis und eine Heide. Ich halte es mal hier oben, da hat sogar einen Hut auf. So mit Nase, Augen und Mund. So, und nun möchte ich auch gar nicht lange schnacken, sondern euch zeigen, wie ich mir meinen Kürbiskopf gebastelt habe. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Für mein Kürbisgesicht brauche ich einmal einen Kürbis. Dann habe ich hier einen Topf Heide. Dann brauche ich für die Nase eine Kartoffel. Und dann für die Augen wollte ich Hagebutten nehmen. Meine sind ganz klein gewesen, die gehen nicht, also musste ich hier so künstliche nehmen. Dann braucht ihr so ein bisschen Draht, ein Messer, einen Löffel zum Aushöhlen und eine Zange. So, als erstes suche ich mir einen Topf, der die Größe hat von meinem Heidetopf. Leg die einmal hier so drüber und mache mir eine Markierung ringsum. So, das darf natürlich ein bisschen größer sein, damit der Topf nachher da gut reinpasst. Jetzt nehme ich mein Messer und schneide einmal hier so rundum. So, dann rüttel und schüttel ich hier so ein bisschen. Dann kann ich eigentlich den Deckel hier schon mal rausziehen. Und jetzt nehme ich erstmal die ganzen Sachen. Ich nehme also nur diese Fäden und die Kerne aus meinem Kürbis raus. Und das kann man ganz leicht abschaben, eigentlich mit einem Löffel. So, mein Kürbis hat jetzt nicht so viel Innenleben. Und dadurch, dass ich das jetzt ein bisschen schräg geschnitten habe, ist das natürlich von innen ein bisschen enger. Und meine Heide passt da gut rein. Deswegen, eben, ich zeige euch das mal hier. Ihr seht, das ist wirklich ein bisschen knapp geschnitten, dass der Heidetopf natürlich auch nicht runterrutscht. So, mein Draht habe ich mir jetzt in so Stücke geschnitten und die biege ich einmal so um. Dann habe ich so Metallkrampen. Und jetzt kann ich meine Heide nehmen und mir so einzelne Strähnen runterdrücken und die mit dem Draht so runterdrücken. Und das mache ich rundum, dass der Kürbis eine Frisur bekommt. Ich zeige euch das mal so. Ich hoffe, man kann es so sehen. Ich habe hier von unten wirklich nur so einzelne Strähnen genommen. Hier habe ich jetzt schon, ich halte meinen Finger hier durch, da meine Krampe und dann drücke ich das in den Kürbis rein, so dass wirklich nur einzelne Strähnen hier unten durchgucken. So, eine Reihe habe ich jetzt schon fertig gearbeitet. Jetzt nehme ich mir hier die nächsten Stränge und mache die hier mit meinen Nadeln fest. Und das mache ich jetzt immer so weit, bis ich alle Puschel hier so gut bedeckt habe. Und da müsst ihr eben aufpassen, dass nicht zu viel Braun nachher durchkommt. Das soll ja nachher auch noch schön aussehen. So sieht das jetzt fertig aus. Das braucht nicht so hundertprozentig ordentlich sein. Das packe ich eben hier einmal zur Seite. Jetzt nehme ich mir meinen Deckel, den ich ja rausgeschnitten habe. Jetzt nehme ich wieder das Messer und schneide mir hier das Dicke so ein bisschen ab, dass das Ganze ein bisschen schmäler ist. Das sieht jetzt so aus. Das Ganze wird der Hut von meinem Gesicht. Und dass das auch hält, habe ich hier jetzt so ein Draht, wieder als Krampe, aber ihr seht, das ist länger. Dann setze ich mir meinen Hut hier schon auf. Ich drücke das mal ein bisschen zur Seite hier, dann kann man es besser sehen. Und fixiere das jetzt mit meinem Draht. Das heißt, ich muss da eben einmal so ein bisschen durchstechen und drücke das dann so richtig fest, damit mit der Hut nicht runtergeht. So, das sieht jetzt natürlich noch ein bisschen wild aus, aber der Hut ist schon drauf. So, und jetzt sehe ich nämlich, welche Strähnen nochmal festgesetzt werden müssen. Und danach kann ich, wenn ich möchte, mit der Schere noch so eine Frisur schneiden. So, ich glaube, man kann es sehen. Ich habe hier vorne, da wo ich das Gesicht haben möchte, so ein paar Spitzen geschnitten. Und jetzt mache ich meine Augen dran.
Das heißt, ich nehme diese hier künstlichen Hagebutten. Echte wären mir eigentlich lieber gewesen, aber wie gesagt, da habe ich keine gefunden. Und die stecke ich jetzt hier rein. So, bisschen vorsichtig. Und dann kommt natürlich auch noch die Nase dran. So, und jetzt zum Schluss schnitze ich mir hier unten noch so einen kleinen Mund rein. Das ist jetzt mein fertiger Kürbiskopf. Ihr seht, ich habe mir hier noch so einen kleinen Mund geschnitzt. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Anregung geben, was man mit einfachen Sachen noch so alles basteln kann. Ich hoffe, ihr bastelt fleißig nach. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Eure Zementwolke.